Ja, heute machen wir nun mal eine kleine Tour. Einmal zu den Biesdorfer Höhen und wieder zurück. Ja, hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Heute wollte ich mal meinen finalen Umbau zu meinem E-Bike euch zeigen und alles weitere folgt jetzt. Ja, wie der eine oder andere mitbekommen hat, habe ich ja hier einige Sachen mal ausprobiert, angefangen von der Handyhalterung und habe mich jetzt hier für das SP Connect System entschieden. Finde ich übrigens eine ganz tolle Sache. Habe mir extra dafür eine neue Handyhülle besorgt aus Silikon, habe dort den Adapter drauf gemacht und kann jetzt einfach draufstecken, zack, fertig. Und das Handy hält. Also ich bin jetzt mit dieser Halterung schon über 30 Kilometer gefahren und die Halterung hält. Wunderbar. Mit dem Spiegel habt ihr ja auch schon mitbekommen. Den konnte ich jetzt auch problemlos montieren, weil ich hier mit der Verkabelung Probleme hatte. Dann habe ich mir jetzt neu zugelegt eine neue Rahmentasche. Und zwar diese Rahmentasche hier. Und habe mir dann diese Rahmentasche hier besorgt, wo ich meine Kleinigkeiten aufbewahre, wie zum Beispiel mein Migrin oder dementsprechend mein Werkzeug. Und da könnten noch Schlüssel rein. Und somit ist das Problem auch gelöst worden. Ja, dann habt ihr ja auch schon mitbekommen, ich habe ja hier meine Gepäckträgertasche montiert, wo ich dann dementsprechend meine anderen Utensilien unterbringen kann. Ja, das ist hier mein neues Schloss von Abus und hier auch dementsprechend mein Mi-Luftkompressor, ein paar Taschentücher, ein Lappen und wie ihr seht, ist hier noch einiges an Platz. Das heißt, ich kann hier weitere Dinge noch verstauen und somit bin ich jetzt erstmal gerüstet für meine Touren und das ist der finale Umbau dann zu meinem E-Bike. Ja, hier habe ich übrigens auch für meine Gepäckträgertasche ein kleines Schloss besorgt. Das ist dieses schöne Teil hier. Ich weiß, es ist kein super Schutz, aber besser wie nichts, wenn man mal eben schnell irgendwo reingeht, dass dann die Tasche trotzdem noch abgeschlossen ist und somit hier Langfinger nicht mal eben schnell die Tasche öffnen und Sachen entwenden können. Ja, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Und zwar hier unten an diesem Rahmen werde ich mir noch einen Getränkehalter dementsprechend anbringen. Der wird mir noch geliefert. Und dann habe ich es aber auch alles so, wie ich es haben wollte. Und bin dann erstmal sehr zufrieden. Ja, und für die jetzt kalten Temperaturen habe ich mir auch einen Fahrradschal besorgt. Das ist dieser hier. Und ich muss sagen, dass dieser Fahrradschal echt Gold wert ist. Und wie auch mein Gesicht dementsprechend bei den kalten Temperaturen sehr gut schützt. Kann ich also nur empfehlen, bei kalten Temperaturen so einen Fahrradschal sich zuzulegen. Top! So, und jetzt fahren wir mal wieder die Biesdorfer Höhen herunter. Auf geht's. Ja, die Biesdorfer Höhen hier runter zu knallen, kann ich euch nicht empfehlen, weil alle paar Meter sind hier solche Regenablaufrinnen. Und wenn man da mit hohem Tempo drüber heizt, dann fliegt man aber im hohen Bogen. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Thank you.
4x18. Ja. Ja, heute fahren wir einfach mal so ein bisschen durch den Kiez. Haben kein besonderes Ziel. Weil ich teste jetzt auch gerade hier meinen neuen Fahrradschal. Ja, ich muss sagen, von dem Schal bin ich echt begeistert. Er schützt wirklich vor dem kalten Wind. So, jetzt gleich ist unsere kleine Runde hier durch den Kiez auch wieder vorbei. Wir fahren jetzt hier noch vorbei am Buhleweg. Ja, und der Fahrradschal hat sich voll bewährt.